So, meine Damen und Herren, da fangen wir denn die letzte Episode, wollte ich sagen, das letzte Kapitel an, Kapitel 5. Report. Time is almost up. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Ups. Kapitel 5, Probe beschaffen. 1, 2, 3, 4, ja. Oh, ich wollte schon sagen. Welcome. Got a selection of what are you selling? Is that all strength? Come back anytime. Das ist sozusagen die Überbleibsel. Oh, da ist doch was drin. Piss die gar nicht dran, Digga. Wie ich das hasse, ne? Einmal ganz schön aufgedankt.
dein fucking Ernst, du kleine... Digga, ich wollte kombinieren. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ich bin froh, wenn das gleich durch ist. Wieder falsch. Ja. Und ich das nur rüberschieben kann und dann nach und nach bearbeiten kann. Das ist der Bereich mit Saddler erstmal, dann kommt Closer und dann kommt nochmal Saddler. Ich habe einen Schatz am Anfang vergessen. Nice.
So, es kommt erstmal Clauser, der Überrest. Oder die Überreste von Clauser hier. Ich glaube, genau mit Ada hatte ich das nämlich verpasst. Genau, nicht mit Leon. So war das. Deswegen kam ich ja nicht mehr zurück wegen der roten Tür. Auch wenn das hier so aussieht, als wenn hier so der Weg durch ist, ist aber leider kein Weg durch. Denn ich hasse es, ne? Der meine nächsten 15 bis 20 Minuten müsste das vorbei sein. Also auf jeden Fall, bei Leon haben wir gesehen, fällt mir gerade so ein, wir haben mal nichts bekommen durchs Nichtsterben. We have to get that parasite out of your body. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's go. Ich denn da? Zwei Schätze habe ich dann gleich noch. Ach, da steht der Händler. Selection. What are you selling? Is that? Is that? Is that? Is that? Thank. Is that all? Is that? Is that? Thank you. Is. Is that? Thank. Come back anytime. Gotta go. Er steckte fest. Genau, einmal umdrehen und dann ist der Schatz. Und der steht dann gleich bei Leon auf. Noch ein. Da liegt noch ein Händler. Gut. Jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Hey,
think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive? Come on. But I don't like it when men play rough. Oh, Closer. Außer jetzt lach, habe ich sie mal in Absicht liegen lassen. So. What are you selling? Is that old stranger? Thank you. Is that old? Thank you. Come back anytime. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Oh, the audacity of youth. Willst du mich verarschen? Das ist halt der in diesem Fall ist es halt der Vorteil, wenn man jetzt diese Waffe hat.
Sonst geht das nicht. Auf Anhieb so schnell. Ada! Wie gesagt, das ist schon die letzte Szene hier. Better try a new trick, as that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Ich glaube, ich habe glaube ich nur 3 Minuten Zeit, gleich eine Raketenwerfer zu geben. Oder so. Okay, es läuft doch keine Zeit, sehe ich gerade. Okay, jetzt läuft die Zeit. Nur 2 Minuten. Ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht wegen der Zeit, weil ich mir zu viel Zeit lasse. Was sind 20 Sekunden? Hatte ich Zeit? Ich konnte das nicht sehen, weil genau für mich oben die Zeit läuft, wie lange ich in Aufnahme bin. Mit 25 Minuten und 20 Sekunden gerade. Deswegen konnte ich jetzt nicht sehen, ob das 20 Sekunden irgendwas. Ich glaube, es kommt irgendwas mit 20 Sekunden noch. Die ich. Glaube ich, noch hatte. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on.
See you around. Ja, Trefferquote 33%, getötete Gegner 307, verlorene Leben 1, benötigte Zeit 2:36:11. Möchten Sie die Datei auf die besten abgleichen? Ich habe das gelesen, abgleichen, ja. Speichern, ja. So, ihr seht es dann, einmal 8 Stunden 37 und 2 Stunden 36, 8 sind 10 Stunden, etwas über 11 Stunden. Wenn ihr wisst, ich habe um 11 Uhr angefangen, am Samstag, den 10. April. Jetzt haben wir es 23 Uhr 8, wir runden jetzt mal auf 23 Uhr 10 auf. Am Samstag, den 20. Ich habe es mit 20, nicht mal die jeweils, wir haben angefangen. Am Samstag, den 10. April um 11 Uhr und haben es jetzt 23.08 Uhr, vielleicht 23.10 Uhr, am Samstag, den 10. April. Das heißt, wir haben insgesamt 12 Stunden ja, aufgezeichnet. Hier ist es nur die reine Spielzeit, ohne die Zwischensequenzen. Wenn ich jetzt die kleinen Päuschen, die ich jetzt neben den einzelnen Cuts gemacht habe, komme ich vielleicht auf etwas unter 12 Stunden. Die Videos gehen nachher vielleicht, wie es da sieht, einmal 8:37 und 2 Stunden, das heißt 8:10. Lass es vielleicht 11:15 vielleicht sein, Aufnahmesession insgesamt, von den 12 Stunden, die wir insgesamt gebraucht haben. Und ich habe mich dazu jetzt entschlossen, das Assessment Aider und den Mercenaries nicht aufzuzeichnen, so dass das jetzt die letzte Folge zu Resident Evil 4 in Form des Let's Plays war. Früher oder später wird es in Zukunft wahrscheinlich nochmal ein Livestream vielleicht zu Resident Evil 4 geben, wo ich dann vielleicht nochmal die Story durchspiele und vielleicht auch nochmal Ada durchspiele, beziehungsweise dann vielleicht dort vermehrt den Merchandising-Modus durchspiele. Aber wie gesagt, dies ist hier jetzt die letzte Folge zu Resident Evil 4 in Form, wie gesagt, des Let's Plays.
Weitere Videos werden hier zu Resident Evil 4 in diesem Ordner als Let's Play nicht mehr kommen. Ja, ich bedanke mich auch an dieser Stelle fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, entweder auf meinem Hauptkanal in irgendeinem Let's Play, auf meinem Zweitkanal bei irgendeinem Unboxing-Vlog oder PlayStation Plus-Video oder irgendwann demnächst mal zwischendurch auf meinem Twitch-Live-Kanal. Das ist ja bei YouTube irgendwo auf, oben rechts in den Kacheln irgendwo verlinkt, mein Twitch-Kanal und so weiter und so fort. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.